Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass Sie alle einigermaßen bequem sitzen. Ich habe mir extra heute Abend noch ein Kissen mitgebracht. Ich möchte auch die nächsten Minuten auf. Ich bin schon belegt. Sehen Sie mal, so nervös bin ich heute Abend wieder. Schon belegt. Ich rauche nicht mehr, schon bin ich belegt. Jedenfalls, seit 4 Jahren, das erzähle ich aber gleich noch. Ich möchte ein bisschen gemütlich sitzen. Wissen Sie, man kriegt das schnell Rheuma vom Rückgrat her. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und der ganze Bandscheibenkram dazu, nicht wahr? Da soll man ja nicht mit Spaß. Ich trinke auch nur noch Tee wegen meiner Galle. Ich weiß nicht, ob Sie das damals mitgekriegt haben. Ich hatte doch vor 2 Jahren die Riesengallenkolik. Ich wisse das nicht mehr. Haben Sie nicht gelesen? Und zwar die Riesengallenkolik, und zwar mitten im Zug. Das heißt also nicht mitten im Zug, sondern im Zug mitten zwischen Trier und Koblenz, also Rheinland-Pfalz, Gallenkolik, Orgersheim. Das habe ich in der Naturkunde so gelernt. Es hängt alles zusammen. Da hat mich der Schaffner Kochen beim Roten Kreuz eingeliefert und seit der Zeit nur noch Tee. Nur noch Tee und nur noch Süßstoff wegen dem kristallinen Zeug. Das gibt ja Gicht bis in die Zehen rein. Das können Sie heute Abend mal zu Hause nach. Ich esse ja auch nur noch die Diätbutter. Ne? Meine Freunde sagen schon alle Hans Diäter zu mir. Aber auch wegen der Galle. Ne? Ich rauche ja auch nicht mehr, wie ich schon sagte. Nicht wahr? Und das werden jetzt im März genau 4 Jahre. Nicht wahr? Und ich habe also schlagartig hab ich aufgestellt. Das kann man nur schlagartig. Nicht peu à peu. Ich kann Ihnen nur empfehlen, nicht peu à peu. Sie müssen schlagartig aufstellen. Ich habe neulich einen Freund getroffen, der hat mit Rotkohl essen, auch schlagartig aufgehört. Er sagt zu mir, ich habe also das peu à peu, so einen Löffel nach dem anderen, einer immer wieder, das hat keinen Sinn. Also ich habe schlagartig den Löffel weggeschmissen, nicht wahr? Und er sagt zu mir, ich habe immer in 43 Jahren Rotkohl gegessen. Und zwar von der schlimmsten Sorte, nicht? Morgens vorm Frühstück schon Rotkohl, abends vorm Einschlafen, letztes Rotkohl, ein bisschen übergelassen, am anderen Morgen wieder angefangen. Jedenfalls, nicht wahr? Aber er wäre nicht militant geworden. Er könnte jetzt in eine Kneipe gehen, dass er jetzt mit 40, 50, 60 Leuten essen, alle Rotkohl, würde ihm gar nichts ausmachen. Würde zu jedem hingehen, sagen, nur zu und so weiter. Nein, das würde sich gar nicht, aber er hätte auch schlagartig, ohne Hilfsmittel, sagt er, ohne Hilfsmittel. Keine Akupunktur, keine Gummibärchen, gar nichts, schlagartig. Ja, man muss was tun, sage ich, man muss was tun, ne? Von nichts kommt nichts, hat er schon Shakespeare gesagt, oder so ähnlich jedenfalls, sein oder nicht sein. Naja, gut, jedenfalls. Haben Sie eigentlich zu Hause auch so eine Waage? Also, ich meine, so eine Waage gehört ja eigentlich inzwischen in jedes Haus, so wie jeder Mitteleuropäer ja auch einen Fernseher hat oder Tiefkühltruhe oder Englisch kann oder was weiß ich, ne? Hört ja alles zum allgemeinen Bildungskram dazu. Ich meine aber jetzt nicht so eine Küchen- oder Briefwaage, ich meine jetzt so eine richtige Waage, wissen Sie? Also, wo man zu heiß drauf gewogen worden ist, so. Oder wo man immer sagt, weniger könnte mehr sein, nicht? So ungefähr. Nicht. Oder wo man dauernd fragt, mit oder ohne Kleider, ne? Mit oder ohne Armbanduhr, nicht wahr? Also geschnitten oder am Stück. Jedenfalls, ja, so eine Waage meine ich, so eine Waage. Also wir haben sogar 2 davon, ne? 2 Waagen, sage ich mal, das ist Wohlstand, ne? Also, ja, eine Zweitwaage sagt man ja auch, ne? Ja, 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 da lasse ich nichts aus, nicht wahr? Ich habe jetzt dieses Alter erreicht. Na komm, der geht nicht zurück. Nein. Also ich meine, nur bei uns, beide Waagen gehen nicht, wahr? Die eine zeigt bei mir 77 Kilo und die andere 75 Kilo. Welche soll ich denn nur nehmen, habe ich zu meiner Frau gesagt. Da hat sie gesagt, nimm du doch ruhig die mit 77 Kilo zur Kenntnis. Das wird schon stimmen, wenn ich dich so im Profil sehe, nicht wahr? Aber es heißt, habe ich da gesagt, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Ja, ja. Also ich würde ja lieber nehmen, die nur 75 Kilo anzeigt. Denn es könnte ja sein, dass die mit 77 Kilo die kaputtere ist. Motiviere denn ruhig, alles wieder zurechtgehen, weil wenn das so weitergeht, hat da meine Frau gesagt, dann schicke ich dich in den Hungerturm. Oh, habe ich da gesagt, Rapunzel. Die Prinzessin wird gar so streng. Ja, bei dir hat da meine Frau gesagt, welche ich immer die Prinzessin denn nicht war. Wenn sie schimpft, rufe ich immer, kommt alle bei, wie im Märchen, kommt alle bei, die Prinzessin schimpft, kommt alle bei. Und wenn sie lacht, rufe ich immer, die Prinzessin lacht, kommt alle bei. Kommt nur keiner, das ist scheinbar doch kein Märchen, schade. Jedenfalls, also, das kommt nur daher, habe ich gesagt, erstens, weil ich zu klein bin und zweitens, weil du zu gut kochst, ne? Wenn ich zum Beispiel größer wäre, sagen wir mal 1,85 Meter, bin ja nur 1,73 Meter, ne? Dann würde meine Leibesfülle gar nicht so sehr ins Gesicht fallen, nicht? Nee, wirklich. Das kann doch jedes Kind einsehen. Sehen Sie mal, wenn einer nur so groß ist wie der Napoleon, der 1,50 oder sagen wir, der war 1,53 groß, hat ja in der Schlacht bei Wagram in seiner Kutsche geschlafen, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, aber das nur nebenbei. Und der war nur 1,53 groß und dann was ist, dann sieht er doch immer gleich aus wie eine Kugel, ne? Ist doch so, nicht wahr? Wenn der aber jetzt, sagen wir mal, 1,90 wäre, würde jeder sagen, Gott ist der Gartenschlank, nicht wahr? Ja, bist du Gartenschlank bist, hat dann meine Frau gesagt, da musst du erst mal 2,20 Meter sein, nicht wahr? Siehst du, habe ich da gesagt, du nimmst mir die Pfunde aus dem Munde. Es geht also gar nicht mehr um das Dünner, sondern um das Größerwerden. Darum geht's, nicht wahr? Der Mensch sollte sich fragen, wie werde ich größer? Ne? Dann brauche ich doch nicht mehr einen Hungerturm. Also was Verrücktes wie dich habe ich schon nie gesehen, hat meine Frau gesagt. Dieser Mann ist auch noch meiner. Ja, so ist es aber, habe ich da gesagt, nicht wahr? Wir brauchen gar nicht weiter über dieses Problem zu diskutieren. Und da anzunehmen ist, dass ich nicht mehr größer werde, werde ich auch nicht mehr dünner. Nicht? Das ist so, ja, das ist... Ja, das ist